So, jetzt läuft schon Finger weg von der Kamera und so. So weit, dass ich drauf bin. Hm. Hallo Freunde des Sky YouTube Sports. Willkommen zur neuen Dinner Time. Mit dabei ist der Rainer, der Kameramann hinter da. Er kann es auch Hallo sagen. Ja, hallo. Er möchte nicht genannt werden, beziehungsweise gezeigt werden. Aber so ab Hals, also ohne Kopf, das geht schon. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben unseren Thunberger, so ein kleines, hässliches Entlein. Also ganz ist sie ja nicht, irgendwie ist ein bisschen klein. Deswegen kann man auch nicht viel reinmachen, aber für zwei Leute reicht das vollkommen aus. Wir haben den rein, die ist eigentlich gar grillfest fertig, so stand es auf der Verpackung drauf. Wir werden die Zwiebeln klein machen, normalerweise Zwiebeln vierteln. Wir machen es aber etwas kleiner, damit wir mehr in den Wandermops reinkriegen. Wir haben natürlich dann auch ein bisschen was für die Soße, ein bisschen diese kleine Zwiebeln. Die sind natürlich jetzt zwei Tage alt, da sind die alle so ein bisschen zusammengefallen, aber das geht noch. Knoblauch darf nicht fehlen, wir tun auch so ein bisschen an Soße noch jetzt sowas halt dabei. Fleischwerbung, ich weiß, wenn wir so zumachen, haben wir natürlich dann noch so zwei, solche drei, vier Pinne gekauft. Kartoffeln, Äpfel, einen ganzen kriegen wir nicht da rein, also wir werden alles schon klein schneiden, ein bisschen das in da rein und das andere machen wir dann hier dann schön rein und dann kommt dann in den Ofen. So, ich würde sagen, wir sind tun mal loslegen. Ja, Rainer, was willst du machen? Ja, ich schneide die Zwiebeln. Weil du magst das ja nicht so gerne. Ja, so. Wir zeigen euch das, wie das fertig ist, sonst wird das Video zu lang. Ihr kennt das, kurz und knackig. So, die ganzen Vorarbeiten, die will ja keiner sehen, sondern nur sehen, wie es dann Schritt für Schritt fertig ist. Ofen rein, Ofen raus, schmeckt's und dann hat sich die Sache. Also ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Schnitt des Videos, wie das geschnitten aussieht und wie was weitergeht. Also, so wie man sehen kann, Rainerchen ist schon fleißig am Schnippeln. Das sind jetzt die Zwiebeln, die wir haben, wo das schon noch ein bisschen fertig ist, deswegen das haben wir jetzt weg. So, die Innereien, die werden wir hinterher einfach nebenbei in den Sud mit reinpacken, neben die Ente, und die gleichzeitig fertig werden. Ich weiß nicht, wie viel hat ein Vogel, glaube ich, jetzt 2,5? 2,5 Kilo. Ja, aber trotzdem 10 Euro kostet der Scheiß hier. So, wir haben jetzt Äpfel hier, wir haben auch Zwiebeln da drinnen und Kartoffeln da drinnen, wie man sehen kann, und wir haben natürlich auch den Knoblauch dabei. Das heißt, wir werden jetzt alles kleiner machen, damit wir das reinkriegen, ungefähr so, ja. Das heißt, wir werden Hälfte, Hälfte machen. Was in dem Vogel und was neben dem Vogel, damit das alles richtig schöne Suppe wird. Ja, ein bisschen Paprika war dann auch noch dabei. Wird alles ziemlich ein bisschen eng, aber das will man machen. Ja, ich habe da noch ein bisschen Paprika, aber ich denke mal, die brauchen wir nicht. Die habe ich dann da liegen. So, dann würde ich sagen, wie wir alles klein geschnitten haben und wie das dann in dem Vogel und neben dem Dings geht, das zeigen wir euch dann gleich. Wir haben jetzt klein geschnitten, wir haben natürlich auch etwas gelassen, das werden wir gleich noch stückeln und einfach nebenbei verteilen. So, auch riecht man, das riecht wirklich gut, kein Witz. Wir haben noch nicht mit Salz und Pfeffer gearbeitet, das machen wir jetzt so gerade. Und ja, ich habe hinten so ein bisschen Lappen, ne, da wo man, warte mal, so, ne, hier so ein bisschen Haut. So, wir haben auch da Innereien, die packen wir gleich einfach so mit dabei, damit die fertig werden. Und naja, so groß ist er jetzt nicht. Schon mal schön die rein in die Höhle. So, ja, wir haben zwar noch ein bisschen was übrig, ich dachte, das wäre mehr, aber für zwei Personen, ich hoffe, das reicht. Das meiste sieht man hier, die dicken Dinger hier. Ich könnte wahrscheinlich mehr hüpfen als fliegen. Schon wahrscheinlich im Entenpark rum. So, und ja, dann wollen wir mal hoffen, dass das jetzt funktioniert. Ich würde sagen, da ich seine Hilfe jetzt brauche, wir werden jetzt mit Salz schön drauf streuen, ein bisschen einreiben und natürlich dann auch hinter Pfeffer da drauf und dann drehen und dann werden wir gleich mal gucken, dass sich das einer irgendwie das dann so gehalten kriegt, dass wir die füllen können. So, ja, das ist der Stand der Dinge. Ja. So, soweit haben wir. Wir haben die jetzt mit Salat und hier haben wir jetzt Grill und Steak, aber ist dann halt auch ein bisschen Pfeffer drin und so weiter. Das passt dann halt schon. Schön eingelegt, ne? Und dann kann man dann schön. Das kennt ihr. Also, nimm mal die Finger von der Kamera, sonst. Genau. Ja, ne? Jetzt kommen die Innereien rein. Innereien dran. Aber wichtig vorher ist es erstmal nicht die geilen Keulen. Ich glaube, das ist das meiste, was hier dran ist. Erstmal hier die Flügel abzumachen. Haben wir zwei Stück von, die kommen dann hinterher einfach so mit in den Sud rein.
Schulz. So. Jetzt haben wir natürlich die Öffnung, die müssen wir natürlich jetzt erstmal irgendwie zumakacken. So, dann haben wir uns dann schon mal was geholt. Ich hoffe so, dass das funktioniert. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Boah, das ist aber eine zähe Haut. Ein bisschen mehr. So. Vielleicht. So. Wie beim Nähen, bei der Großoma. So einmal da rein. Ja gut, okay. Ich hätte das vielleicht so machen sollen, dass ich... Wo ist denn das hier oben? Ich muss das mal... Also schlecht. So, einfach da rein. Genau. Und dann gehe ich hier rein. Das ist wie beim Nähen. So. Guck mal, du komischer Vogel. Du alte Gans, ey. So. Das ist jetzt verschlossen. Das muss jetzt irgendwie so bleiben. Vielleicht kriege ich das ja noch. Wie? Oh, jetzt habe ich die reingeschoben. Gucken, dass ich das ja nicht gleich reinpacke. Ja, das ist irgendwie unter der Haut gegangen, unter den Rückenmark. Aber ich muss das Ding irgendwie versenken, sonst kriege ich es nicht in den Pott rein. Auf jeden Fall wichtig ist, das Loch ist zu. So, und dann wollen wir mal gucken, was wir in diesen kleinen netten Bastard, in die nette kleine Gans. Also, ihr habt dann, wenn man eine größere Gans hat, kann man natürlich, es gibt mehrere Varianten. Man kann Brei nehmen, also Pampe. Man kann aber auch, ja, das als Stücke machen. Große Stücke, kleine Stücke, das ist dann halt beliebig. Da gibt es viele Videos drüber im Internet. So. Dann packen wir natürlich nochmal einen dicken Apfel mit da rein. Einen geschmacklichen. So, mehr geht bei unserem Vogel hier nicht. Dass diese blöde Gans einfach nicht hängen bleibt hier. So, nochmal einen von diesen Gummistäbchen. Oder geht noch ein bisschen was? Da muss er prall sein. Das ist richtig schön. Der macht so. Achso, das war der Metallstab. Ich dachte, das hier komische Geräusche. So. So. So, jetzt bin ich mal gespannt. Warte, ich muss am besten so anfangen, dass du das noch so verfilmen kannst. Am besten von der anderen Seite oder so. Ich muss die kleine Seite nehmen. Weil ich von der großen Seite schwer. Mit dem Bratspieß. Ihr könnt natürlich auch Holz nehmen. Dann nimmt er auf. So ein Stück abbrechen. Aber ich habe mich jetzt für den Metalldings entschieden, weil man damit halt. Ach, Scheiße, Alter, die Alte will sie nicht bücken, ey. Oh, zu Weihnachten so ein perverses Thema. Ich weiß gar nicht, wie ich diesen. Ich schieb das jetzt einfach da rein. Ich krieg das Mäuschen nicht zu, immer. Das sieht so professionell aus. Ich habe jetzt nur noch zwei Stäbe und ich hoffe, dass ich diesen. Also ich habe leider keine Schnur. Das wird jetzt interessant. Oh, der ist aber so glitschig, der Dreck. Ich weiß nicht, ob das eine Sie oder eine Er ist. Ich muss ihn nicht selber pieken. Ja, ein bisschen biegen und brechen, dann kriege ich den schon da rein. So, okay. Ich will mal gucken, was das geht. Sonst biege ich in der Scheiß die Stange. Scheiß auf. So. Ganz kriege ich nicht zu. Das ist einfach nicht möglich. Bei diesem. Nimm doch mal die Schenkel da weg. So, ich kann aber auch so machen. Da geht halt eine. Das ist aber auch eine hartnäckige Frau.
Jetzt haben wir so viel rumgefentert hier. So, weiter zu kriege ich es nicht. Ich hoffe, es bleibt drinne. Man lässt sich aber ganz schön gehen. So, warte, so. Wenn wir natürlich so viel rumgefingert haben, will man natürlich noch ein bisschen nachsalzen. Immer trocken, ne? So. Ich hab, glaube ich, ein Drama davon nachher. Wenn wir das jetzt fertig haben, die Innereien haben wir jetzt drin. Auf dem Teller meine ich. Was rede ich für einen Schluss, Emma? Ich habe eine Frauenkomplex jetzt. Ich werde nie wieder eine Frau ansprechen draußen. So, das Mistvieh haben wir jetzt fertig. So, drin ist er, schwuppdiwupps, der passt genau rein. Ne? Und es ist auch Platz für Sachen drumherum. Damit man dann einfach. Ja, teilt das ein bisschen. Bis dann halt so der Pott leer ist. Riecht sehr stark nach Zwiebeln, muss ich anmerken. So, er sieht aber, das ist jetzt eine Gemüsepfanne, das ist eine Gemüsekanzel, weil wahrscheinlich Vegetarier so haben, wie das Ding ist. So, wir machen das jetzt ein paar Stückchen. Ja, der Pott wird auf jeden Fall voll. Also, nehmen wir jetzt einfach diese geilen Schmackofatz hier. So. Die haben wir da unten hin. Und die lässt sich aber ganz schön hängen hier. Und jetzt einfach mal da unten hin. Ja, jetzt wird der Platz ein bisschen eng hier. Da seht ihr, wir haben die Lungenflügel hier. Da haben wir das nette Herz. Hier, keine Ahnung. Das ist, ach so, das war von der Ente. Also der, wie heißt das jetzt? Der Arsch. Ja, also das mit dem Fett. Wir werden das unten reinlegen, dass es nicht kaputt geht. So, dann noch ein bisschen Haut. So, dann haben wir das auch schon mal. Dann einfach jetzt hier. Einfach was davon rein. Was wir nicht brauchen, schmeißen wir einfach weg. Das ist Fetteln. Am Hintergrund hört man dann ganz leicht Kevin allein zur Hausmusik. So, da schmeißen wir jetzt die Kartoffeln da rein. Zwiebeln habe ich, denke ich, da haben wir noch ein bisschen Knoblauch. Warum auch immer da so zwei wenige Dinger sind. Weil Rainer das schon geschnitten hat. Mhm. So, größer darf das nicht sein. Da rein. Ach, hier. Wie viel Apfel habe ich gerade reingetan? Reingeschnitten, ne? Sollte eigentlich reifen vom Apfel her, oder? Ja, sicher. Oh, schon mal die Kartoffeln noch dabei. Für unser kleines Chatscan hier. Ach, ich habe genug gelitten jetzt. So. So, was haben wir da? Den Rest haben wir uns so. Da haben wir noch. Wir haben so viel Zwiebel, komm, wir haben jetzt so eine Zwiebel dabei. Soll der Geist jetzt auch was so noch angefangen. So. So, da ein bisschen hin. Oder dass meine Katze noch nicht dazu gekommen ist, weil bei Fleisch ist ja nicht zu halten. Meine Katze ist noch halber Vegetarier. War ein Witz. So. Mit dem Scheiß. Ist das jetzt eigentlich schon machbar? Was soll ich auch satt machen? Soll sie auch satt werden mit so einem kleinen Vieh, wo nicht viel dran ist? Also muss man auch so ein bisschen geizig sein. So, dann haben wir das jetzt soweit fertig, Rainer. Auf 280. So, ja. Ja, ich weiß. Wir machen erstmal einen kleinen. So, jetzt haben wir das jetzt hier. So sieht unser Trutberger aus. Er macht schon schön die Beine breit. Jetzt wird er gleich gefressen und gefuttert und keine Ahnung. Also gleich erstmal auseinandernehmen. Hier haben wir die schöne Soße mit dem ganzen Zeug drin, damit ihr das mal seht. Und hier sind dann natürlich die ganzen Innereien, Herz und so weiter. Die sind alle richtig gut durch. Ich denke mal, die kann man gleich richtig schön abnagen oder was. Bleibt natürlich auch ein bisschen was für Frodo übrig.
Ne, Rainer? Ja. Was? Deinen Daumen hat man kaum gesehen. Aber wenn man jetzt mal was ruhig ist. Ja, das hört sich gut an, würde ich sagen. Wir lassen uns das jetzt schmecken. Und in dem Sinne würde ich sagen, da er sich ja nicht zeigen müssen, ja, jedem das seine. Und es gibt so viele Videos, die man machen kann, weil. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, jedem selbst überlassen. Und das war jetzt nochmal so ein kleiner Fransebänger. Deswegen, danke für die Pute. Und ihr ollen Gänse, frohe Weihnachten, Happy New Year und leck mir am Arsch. Euer Virus, Schaum und V. Hallo Freunde des geilen YouTube-Sports. Grüßt euch euer Virus. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch einfach mal ein schönes Kommentar da. Für andere Sachen gibt es dann einen Daumen nach oben. Und falls für mehr, dann einfach unten mal den roten Button klicken. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eurer Virus Visions. Ciao, BV.